Okay, so heiße ich Sie also herzlich willkommen zu der zweiten Vorlesung Netzwerksicherheit. Wir sind ja letztes Mal mit einigen Hausaufgaben quasi ins Wochenende gestartet oder gegangen und die möchte ich gerne wieder aufgreifen. Die erste Frage war, Sie sollten ein Programm schreiben. Wir haben das Thema Little und Big Endian besprochen. Also eigentlich hatten wir eine kleine Einführung in die Linux-Welt und die Betriebssysteme gehabt. Das heißt, wir hatten kurz wiederholt, was ist ein Prozess, wie werden Daten intern repräsentiert. Da kamen wir auf den Punkt Big und Little Endianness und wir haben betrachtet, okay, wenn wir jetzt einen Prozess haben, wie wird der ausgeführt, in welcher Umgebung wird er gestartet, da auch kurz die Shell beleuchtet, genau, die uns verschiedene Aspekte ermöglicht. Wir können halt Programme starten, zum Beispiel hier den LS, indem wir entweder direkt den Verzeichnisbaum und die Lokation des Programms angeben, oder wir nutzen die Möglichkeit dieses Paths, indem man in dieser Path-Environment-Umgebung kann man verschiedene Verzeichnisse definieren, die mit Doppelpunkten voneinander getrennt sind und diese werden dann nach und nach durchgeschaut, ob ein Programm dort vorhanden ist oder es sind so spezielle Befehle wie cd zum Beispiel, die die Umgebung der Shell ändern. Spannend war es dann, genau. Das können wir auch selbst spezifizieren. Spannend war es dann bei diesem Endianness, das ist dann doch relevant. Also das andere ist auch relevant, aber das kommt für die Angriffe doch stärker zum, hat einen höheren Einfluss. Das ist wichtig mitzunehmen. Wir hatten die zwei Aspekte kennengelernt, Big Endianness, Little Endianness. Und um das nochmal zu wiederholen, wenn Sie jetzt so eine Zahl gegeben haben, 01, 02, 03, 04, aus 32 Bit bestehen, also 4 Byte, dann wird im Big Endianness es so dargestellt, wie wir es schreiben würden, also zuerst die erste Ziffer, die 01, also dieses Byte, dann 2, 3, 4 und was aber häufiger in der Computerwelt bzw. in der Betriebssystemwelt in der x86-Architektur vorhanden ist, ist die Little Endianness, die mit dem kleinsten Wert anfängt, also mit dem letzten unbedeutendsten Byte und dann die Signifikanz immer mehr zunimmt zum Ende der Adresse hin. Wissen Sie noch, was die Motivation war? Noch ganz kurze Wiederholung. Warum hat man das verwendet? Warum ist das günstiger, dass die Zahlen mit dem signifikantesten Bit, mit dem größten Wert nach hinten zu schreiben, mit dem geringsten Wert nach vorne. Warum schreibt man es falsch rum hin? Genau, also wenn man von einem Int, also von einem 32-Bit-Zeichen, Zahl auf eine 16-Bit-Zahl irgendwie casten möchte, dann hat man den Verweis auf die erste Adresse, also die 1000, und der ändert sich dann nicht. Also der Einstiegspunkt bleibt derselbe und man liest nur die ersten 2 Bytes aus, statt den ersten 4 Bytes. Und das wäre halt anders beim Big Endianness, dann müsste man aktiv entscheiden, beginne ich jetzt bei der ersten Adresse, also bei dem Adressfeld zu lesen, das mir mitgegeben wurde, oder nicht. Springe ich da irgendwie, Moment, das ist ein bisschen, es wird noch einige Male kommen, vielleicht schaffe ich es noch auszuschalten. Also der Punkt ist genau, die Adresse wird eigentlich gespeichert und beim Little Endianness müssen wir uns da nicht drum kümmern, wie viele Bytes wir auslesen, wir machen es dann einfach. Und beim anderen müssten wir uns darum kümmern und es würde darüber entscheiden, ob wir direkt mit dem Lesen beginnen oder erstmal 2 Bytes vorspringen und dann mit dem Lesen beginnen. Das ist so die Motivation, weshalb man mit dem geringsten Byte-Wert anfängt. Okay, eine Frage bzw. eine Hausaufgabe, die ich gerne dazu im Kontext angehen möchte, ist,
Aufgabe war es, ein C-Programm zu schreiben, das herausfindet, ob das eigene System Big Endian oder Little Endian verwendet. Und das haben sie bestimmt ja alle gemacht und deshalb auch sind sie sehr ambitioniert, das vorzustellen. Aber wer möchte das denn gern vorstellen? Oder alternativ könnten wir auch ein Pseudo-Zufallsalgorithmus anwenden, um jemanden auszuwählen. Machen Sie einfach einen Vorschlag, das kann ja nur richtig sein. Oder wir verbessern es gemeinsam. Wie würden Sie es denn angehen? Ja? Wollen Sie das nur kurz skizzieren an der Tafel? Das ist also Pseudocode ist auch okay, genau. Also es wird nicht als 16-Bit, also es wird ja nun bytweise geschieden. Also wenn Sie dieses Long Num 1 da stehen haben, vielleicht können Sie sich ja kurz anmalen, ja, was steht denn dann in Ihrem Register? Ja, also... Also diese Schreibweise kenne ich nicht so ganz, aber ich verkürze es mal. Also das hier sollten eigentlich 7 Nullen sein. Also oder anders ausgedrückt: Entweder haben Sie hier nur eine 1 stehen und dann Nullen, also Bytes mit jeweils Nullen gefüllt im Little Endian Fall, genau. Und wenn Sie dann einen Short auslesen, dann mit dem hier als Einstiegsadresse, dann könnte es, dann sollte es richtig sein. Ja, genau, dazu kommen wir noch, genau. Okay, Dankeschön. Genau, das sieht ganz passend aus. Ja. Ja, das, also ich habe es auch ein bisschen anders, also auch nicht ganz mit dem Short. Man muss ja nicht unbedingt das als Short casten, sondern man kann es auch einfach, ja, oder als, ich habe es jetzt als Character Array, also geht Verschiedenes. Das Wichtige ist nur, dass Sie da einsteigen. Das wäre mein Vorschlag gewesen, dass Sie, genau wie Sie schon, den Wert auf 1 setzen, 32 Bit lang, und dann die Adresse sich davon geben lassen und das Ganze als Character Array vielleicht interpretieren und den ersten Wert davon anschauen, und das ist der erste, also das erste Byte, das hier ganz vorne steht. Quasi ist die Einstiegsadresse. Genau, hier ist die Einstiegsadresse von x und das erste Byte in diesem Byte Array. Wenn das eine 1 ist, dann ist es Little Endian, und wenn es nicht eine 1 ist, also eine 0, dann ist es ein Big Endian. Okay, das ist schon mal gut. Eine weitere, genau, also war bei irgendeinem von Ihnen Big Endian
im Einsatz. Okay. Also das Wichtige oder das, was man da gut mitnehmen kann, ist eben, dass man so eine Adresse ja ganz allgemein interpretieren kann, auch die hinterlegten Bytes und ja, Bytes auch interpretieren kann, wie man möchte, also entweder so oder so. Der zweite Punkt, der auch in dem Kontext, in diesem Kontext der Prozessaufrufe und was alles zu einem Prozess gehört, war, ist mal den Fork-Befehl auszuprobieren. Und da springe ich nochmal kurz zurück zu dem Prozess. Was macht eigentlich einen Prozess aus? Da haben wir festgestellt, gut, ein Prozess enthält alle Informationen, die eben für dieses Teilprogramm relevant sind. Es hat eine eigene Identität, die ist eindeutig, die ist auch von Kind zu Vater Prozess unterschiedlich. Ist einem Benutzer zugeordnet und es hat eine Current Working Directory, in der es arbeitet. Das wollten wir dann in dieser Übung quasi auslesen, also die sehen, wie mit Fork ein Kind-Prozess erzeugt werden kann und dass die eben unterschiedliche IDs haben. Auf die Umgebungsvariable, die man auch noch setzen konnte bei dem Prozess, gehen wir diesmal nicht ein. Was wir auch noch später dann noch betrachten werden in der heutigen Vorlesung, das war dann quasi, wie mit Argumenten umgegangen wird. Dazu möchte ich nochmal kurz wiederholen. Wir hatten ja, wenn wir so einen Prozess haben, der wird dann meist mit der Main-Methode gestartet und diese bekommt dann verschiedene Argumente übergeben. Also entweder als argv oder argc. Und dort kann man beliebig, also das erste Argument ist der Programmname und danach kommen die weiteren Argumente, Parameter, die man eben mitgeben kann. Drei Kanäle eigentlich kann man weiterhin nutzen. Einmal den Eingabekanal, Standardin, und zweimal den Ausgabekanal, einmal für Errors, einmal für normale Nachrichten. Genau, und jetzt quasi war die Herausforderung mit dem System of Fork, das eben eine komplette Kopie des Prozesses erstellt und alle Inhalte, den ganzen Stack, die ganzen Werte dupliziert, bis eben auf die Prozess-ID, die eindeutig bleibt. Wenn man diesen Prozess dupliziert hat, dann kann man ihn mit dem execve ausführen. Aber das werden wir dann sehen. Wer hat denn einen Vorschlag für diese Beispielausgabe? Also das soll die Ausgabe sein. Date soll aufgerufen werden in einem, also soll ein C-Programm geschrieben werden, das auf der einen Seite das Datum, also den Wochentag ausgibt. Auf der anderen Seite die Prozess-ID des aktuellen Prozesses und des Kind-Prozesses. Wer hat denn da einen Vorschlag? Möchten Sie den auch kurz vorstellen? Wechseln Sie nochmal den Stift, weil ich glaube, der wird auch schwach.
Ja. Achso, das, Sie schreiben noch weiter. Okay, gut. Ist besser? Ich glaube, wieder noch mal die Farbe wechseln. Als schauen Sie mal, was da noch funktioniert. Okay. Achso, okay, das geht ein bisschen, okay, Das kann man sich sparen, genau, okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder wechseln. Das ist. Okay, dann beginnen wir mal vorne, wie. Ja, erstmal hochschwimmen, genau. Dass wir erstmal in diese Abfrage reinkommen. Ja. Wir sind ja zurzeit in dem Partnerprozess. Und dann gehen wir mit Wann sind wir denn im Vater, also im Parent-Prozess? Woran erkennen wir das denn also? Ja. Genau, ja. Genau, also dann, also wenn sie ungleich, naja, ne, genau, wenn sie größer 0 ist. Genau. Ja. Ist bei Ihnen die Pit Fork noch in der Klammer oder schon außerhalb? Das wird das sozusagen auszuführen.
Haben Sie dazu Kommentare? Irgendwie was vielleicht anders? Ich würde. Ja, Nee, die ist dann ja gleich null. Also dann, da wird sie eben nicht aufgerufen. Also man kann das Fork schon vorziehen. Ja. Genau das. Ja. Genau. Nur PID gleich 1, das müssen Sie, glaube ich, nicht machen. Weil das ist da schon drin. Okay, Dankeschön. Okay, ich hätte folgenden Vorschlag. Also erstmal das Licht aus. Zum einen, der Fork selbst gibt einem eine PID zurück, über die wir auslesen können, welchen Status wir haben, ob wir jetzt ein Kindknoten sind oder ein Elternknoten. Also wenn wir jetzt, also das ist quasi, erstmal wird der Fork in dieser Lösung ausgeführt, dann können wir daran fest. Dieses Fork gibt uns dann die Process-ID des Geforkten zurück. Und dann können wir eben prüfen, sind wir jetzt da ein Kindknoten? Wenn ja, dann bereiten wir erstmal unsere Argumente vor, also erstmal den Programmnamen, dann den Parameter, dieses Plus, Prozent Groß A führt dazu, dass wir eben nur den Wochentag zurückbekommen. Da gibt es einige, die man sich aussuchen kann, was eben zurückgegeben werden soll. Das ist jetzt vom Date-Befehl eben abhängig. Dieses Plus% A liefert eben nur den Wochentag. Dann führen wir diesen Befehl aus mit den Argumenten, der uns neben der Ausgabe auch zurückgibt, ob es fehlerhaft erfolgte oder nicht. Also wenn da normalerweise 0 zurückgegeben wird, dann ist es gut. Also hier wird quasi implizit in dieser Zeile das Datum ausgegeben und wir geben aus Fels, also genau,
als Elternknoten wird es nur ausgeführt. Also das führt der Kindknoten aus und das führt der Elternknoten aus. Und der Elternknoten kennt seinen Kindknoten, da er sich den mit Fork, dessen Prozessor die hat, geben lassen. Und so gibt quasi der Elternknoten die Prozess-IDs aus und der Kindknoten gibt die das Datum aus. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Ja. Genau. Nein, also wir haben recht, wir sollten da eine Fehlermeldung bringen. Aber auch hier wurde der Fall nicht behandelt. Also das stimmt, also für die Fehlerbehandlung sollten wir da das schon berücksichtigen, ja. Ja. Man hat ja drei Parameter, einmal ja. Der auszuführende, die auszuführende Datei, ja. Die Argumente und dann diese Environment-Einstellung. Mhm. Und da stand auf jeden Fall, dass das letzte Element in diesem Environment mhm. Null sein muss. Aber hier wurde direkt Null übergeben. Das ist dann ja immer noch richtig, weil das letzte Element in einer leeren Menge ist dann das Null. Okay. Ja. Ja. Den Parent. Also in dem Child-Prozess, also wenn wir hier PID gleich 0 reinkommen, dann könnten wir hier schon mit getPID auch unsere Child-Process-ID herausfinden. Das stimmt, aber auf den Parent kommen wir dann. Ach, P-Parent, okay, achso, das ist okay, okay, gut. Gut, es gibt viele Möglichkeiten, genau, gut, das ist auch ein guter Hinweis, ja? Welches Konst? Achso, dort, ja, Constants, oder ist es ein Konstrukt? Ja. Genau, dass es nicht variabel ist, sondern festgesetzt ist. Okay. Gut, also so, genau, also haben wir ein Gefühl bekommen für Fork und für die Ausführung und dass es unterschiedliche Prozesse sind. Das ist schon mal gut. Achso, genau. Genau. Das war quasi aus dem ersten Foliensatz zu der Einführung zu Prozessen und die Shell und die Ausführungsumgebung. Und dann haben wir das letzte Mal schon begonnen mit den Buffer-Overflows, beziehungsweise mit dem. Moment. Ja, die kommt noch online, genau. Ja, ja. Also, ja. Gut, dann sind wir eingestiegen. Okay, wir hatten den Heartbleed-Bug angeschaut. Und dort haben wir eigentlich nur gesehen, also was gut geht, ist die Daten auslesen. Also das ist schon mal ganz, ganz praktisch, wenn wir quasi dem Server mitteilen können, wie viel er uns aus seinem Speicher zurückgeben soll. Schöner ist es, wenn wir selbst Zugriff darauf bekommen, oft auf die Maschine, und dazu müssten wir uns ein bisschen auseinandersetzen mit Assembler und welche Einflussmöglichkeiten es da gibt und was da alles zusammenspielt. Eine Hausaufgabe erst für nächste Woche, genau, bitte bringen Sie Ihre Notebooks mit der aufgespielten VirtualBox-Image. Ich springe mal kurz zu der ersten Aufgabe, die wir hatten. Also wir hatten Assembler nochmal wiederholt, die GNU-Assembler-Referenzen. Eigentlich einige wenige Befehle, die Sie kennen sollten, aber dafür gut. Und wichtiger, also auch wichtig eben, ist, welche, wie die auszuführen sind, welche Register es gibt, welche
Operationen Sie auf denen ausführen können. Die sollten, also diese Folie sollten Sie sich eigentlich ganz gut merken. Okay, dann hatten wir noch gesehen, bevor wir zu der ersten Übung hierzu kamen, dass diese Befehle oft also diese Suffixe haben, um eigentlich die richtige Längen abzufangen. Also wenn wir jetzt Move L ausführen, dann sollen 32 Bits, also 4 Bytes verwendet, gelesen werden. Dazu sollen noch die Register passen. Und bei B und bei Word sind es eben nur 1 Byte oder 2 Byte. Okay, die erste Hausaufgabe, die in diesem Kontext genannt war, war die Anwendung der Register. Ich springe mal hierher. Die Anwendung der Register EA X und B X, die eine Zahl übergeben bekommen, eine feste Zahl. Und jetzt sollten Sie die 4 Bit, die in EA X stehen, 4 Bytes, die in EA X stehen, umgekehrt, also das heißt, das erste Byte an die vierte Position in EBX, das zweite Byte an die dritte Position in EBX, das dritte Byte in EAX in die zweite Position und das vierte aus EAX in die erste Position von EBX setzen. Und dabei auch noch üben, wie man das Ganze in C umsetzt. Das heißt, als eingebundene Assembler-Block in C. Haben Sie da einen Vorschlag? Es gibt eine, genau. Ja, bitte? Sie? Okay, wollen Sie das auch kurz vorstellen? Also es gibt, ich wollte nur sagen, es gibt zwei, also ich habe zwei Lösungen. Eine ist sehr kurz und eine ist etwas länger. Aha. Okay, genau, also dazu ist eigentlich die erste Frage, die ich quasi jetzt leicht übersprungen habe, wie die C-Aufrufkonvention ist, also wie kann man, aber das betrachten wir dann nochmal gemeinsam gleich, mal gucken, was Sie erstmal raus haben. Okay. Also Sie könnten den auch hardcode, also der war eigentlich fest, aber kann man machen. Okay, das ist das. Ah ja. Okay. Jetzt gibt es die Notation, dass wir mit zwei Unterstrichen das Sampler aufrufen können. Dann haben wir eben mit einem Prozentzeichen kommen wir an die Register dran. Oder es gibt die Möglichkeit, einfach ASM zu schreiben. Der nimmt genauso wie in dieser Notation eben auch ein String. Und die Befehle sind relativ. Ich bewege den Prozent 1, das ist unsere Eingabe, wie Assembler gleich daran kommt und am Ende des Codes. Genau. Schreiben wir, wie aus der Aufgabenstellung gefordert, in das Register EBX. Okay, ja, okay. Mal gucken, also. Ich dachte eigentlich, nee, ja, X und das Ergebnis. Achso, ja, na gut. Sie haben ja recht. Das Ergebnis steht in EBX. Nee, Sie haben ja recht. Dann können wir Binary Swap aufrufen. Ja. Ausgabedatei zuerst genommen. Das machen wir mit gleich R.
Ja. Und ich definiere mir auch eher, warum eher, ich bin nicht sicher, warum das so ist. Und ich sage, Eingabedatei ist meine Variable Input, die ich da oben definiert habe. Ich schreibe das Sampler rein, die wird dann automatisch in Prozent 1 reingeschrieben. Prozent 0 ist das Ergebnis, was ich dann mir hier raushole und in Red reinspeichere. Also diese eine Lösung habe ich auch. Erstmal gibt es dazu Fragen. Ich habe auch noch eine zweite Lösung. Ansonsten gehe ich da kurz rein. Genau das. Genau, danke. Also ja, ich habe es ein bisschen verkürzter, weil Sie haben es alles schon soweit richtig. Also ja, Sie schieben zuerst die Eingabe in EBX, drehen es dort um und geben dann das umgedrehte aus. Man kann dieses B-Swap-L verwenden. Das ist sehr einfach, das ist dann fast schon zu leicht. Deshalb werden wir noch die etwas aufwendigere Lösung betrachten. Achso, was hier bei der Lösung noch fehlt, ist mir jetzt aufgefallen, was machen wir hier? Also wir haben die Funktion, wir starten den Assembler-Teil, wir schreiben direkt den vorgegebenen, hartgecodeten die Zahl in unser Register. Hier sollte aber EBX stehen, statt EAX. Oder sind wir entweder sollte dort BX stehen und wir drehen es um, oder wir sollten es noch hier von EAX nach EBX schieben, was in der Aufgabenstellung verlangt war. Also das fehlt hier der eine Teil. Das ist die leichtere, also wenn man B-Swap-L verwendet. Es gibt noch eine leicht komplizierte, wenn man diese normalen Funktionen verwendet. Die möchte ich auch noch kurz vorstellen. Genau, die sieht etwas länger aus. Hat aber Ähnlichkeiten teilweise. Also zum einen, das ist die Reverse-Funktion. Auch da wird mit x erstmal der Input definiert. Und ich definiere mir y als Ausgabewert. Wie Sie schon richtig sagten, man muss das beim Assembler-Teil manchmal rückwärts lesen, also hinten definiere ich, welche Register ich verwende, EAX und EBX. Ich sage also mein Input soll X sein und meine Ausgabe soll Y sein. Und EAX wird dann, das ist so in der Notation, das werde ich mal genauer prüfen. Aber und an dem Gleichzeichen erkenne ich, dass das fürs Output ist und ohne Gleichzeichen das Input. Genau. Das gleichzeitig, genau, für Output, genau. Ich suche mal was raus und stelle es mal auf die Homepage, sodass man da irgendwie da die Notation fürs zum Reinkommen, dass sie die vorhanden haben. Okay, also hier ist dann quasi unten definiert, wie was verwendet wird und wenn wir oben einsteigen, dann erstmal belegen wir EBX, also die Ausgabe mit 0, damit wir das mal initialisieren und wir schieben die Eingabe, also auf EAX. Genau, also Prozent 1 ist quasi der Input, genau, der hier unten definiert ist mit dem R. Und Prozent 0 ist quasi die Ausgabe. Also das ist, also Y ist Prozent 0 und X, die Eingabe ist Prozent 1. Also wir schieben X, unsere Eingabe, auf EAX. Dann schieben wir quasi
das Ganze um 24 Byte nach rechts. Das bedeutet, dass wir quasi die größten 4 Bytes, ich will kurz überlegen, wir haben ja Big Integer, also wir schieben die kleinsten 4 Bytes, also die, die vorher ganz links standen, schieben wir ganz nach rechts und setzen dann den Wert, der dadurch entsteht. Also wir schieben quasi, wir haben ja diese 4 Byte Blöcke und den ersten schieben wir ganz nach, also um 3 Bytes nach rechts, 24 Bit. Und den Inhalt, der steht jetzt ganz rechts, den fügen wir in EBX ein. Dann nehmen wir wieder den Eintrag X, also unsere festgelegte Zahl in EAX, also wir füllen den wieder, führen die End-Operation aus, bei dem nur diese 2 Byte, nur das zweite Byte übrig bleibt. Also alle Bits an dieser Stelle, an dieser zweiten Byte-Stelle werden erhalten, alle anderen werden auf 0 gesetzt. Dann schieben wir das Ganze, also wir erhalten quasi dieses Byte und schieben eins nach rechts, ein Byte nach rechts und tragen dort es dort in B ein. Dann nehmen wir es wieder. Wir erhalten nur die Bytes, die an der dritten Stelle sind, schieben es einmal nach links, tragen es wieder in B ein und wir übernehmen wieder die ursprüngliche Zahl, führen wieder diese End-Operation aus, sodass wir nur das letzte Byte erhalten und schieben es ganz nach links. Und so haben wir byteweise den Inhalt aus dieser vorgegebenen Zahl nach Byte kopiert, aber mit in umgedrehter Richtung. Zum Schluss schreiben wir den Inhalt des Registers EBX in unsere Ausgabevariable und geben es aus. Also wenn wir jetzt B-Swap-L nicht verwenden würden, dann könnten wir es auch so machen, byteweise. Okay. Ja? Ja, ich glaube, das hängt mit der Frage von eben zusammen, wie diese Notation aussehen soll, um Assembler-Programme in C nutzen zu können. Damit hängt es zusammen. Also wenn jetzt wenn wir nur ein Prozentzeichen haben, dann kann es ja gedeutet werden als Variable in C und deshalb ist da, meine ich, das zweite Prozentzeichen. Aber ich glaube, so eine genauere Anleitung, warum die Notation so ist und warum hier unten gleich R und nur R steht, das werden wir mal raussuchen und auch auf die Webseite zur Verfügung stellen. Mhm. Ja? Ja. Genau, das damit hängt es zusammen, weil eben wir diese Input-Variablen, dieses 0, also Prozent 1 und Prozent 0 verwenden, die hier definiert werden, damit diese Prozentzeichennutzung nicht mit der anderen kollidiert, gibt es bei der anderen eben dann 2. Okay, so viel zu den Hausaufgaben und zu den betrachteten Punkten. Ich meine, dass wir das letzte Mal, genau, den Stack hatten wir uns auch angeschaut. Das, was wichtig ist, ist, dass der, naja gut, wir können mit Push und Pop drauf zugreifen. Das Wichtige ist nur, dass er nach unten wächst und dass wir uns dort neue Variablen definieren können. Moment. Genau, und uns nach unten hin Datenplatz reservieren können und der Stackpointer gibt uns an, wo wir denn gerade im Stack sind. Genau, dann haben wir uns angeschaut, wenn wir Pop ausführen, wird gelesen und wenn wir Push ausführen, wird erst verschoben und dann geschrieben und wir sind stehen geblieben bei dieser Aufrufkonvention. Genau, wie werden jetzt, wenn in C Programme ausgeführt werden, wie wird es dann auf die Assembler-Ebene abgebildet? Dazu betrachten wir einmal, also wenn wir den Stack haben, wenn ein Funktionsaufruf stattfindet, dann wird eigentlich unser
Instruction Pointer, wo wir gerade sind, verschoben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit eines Sprunges in diese Funktion hinein und da sind Sprünge eben recht wichtig. Also erstmal etwas zu den Sprüngen. Natürlich kann man ganz, also es gibt verschiedene Sprungbefehle. Entweder den normalen Sprung, der in jedem Fall ausgelöst wird, also Jump und dann eine Adresse. Und dann gehen wir an diese Position mit unserem, mit unserer Ausführung des Codes. Oft ist es so, wenn wir jetzt eben eine Funktion aufrufen, ist die dann irgendwann beendet und wir wollen wieder zurück. Das heißt, wie speichern wir uns die Informationen, wohin wir zurückspringen sollen? Wir haben ja eigentlich nur unser Register unseres Stacks, das heißt normalerweise, also wird es auf dem Stack abgelegt. Was wir da machen, ist, wenn jetzt ein Sprung in eine Funktion stattfinden soll, dann wird die Position des Rücksprungortes, das heißt die nächste Adresse, die nach diesem Sprungbefehl kommt, auf dem Stack gelegt. Dann springen wir in die Funktion hinein und diese Funktion, die weiß jetzt, ich darf jetzt den Stack nicht hinter, also ich darf den nur nach unten hin modifizieren und nicht mehr nach hinten, weil dort sind die Informationen zu der Rücksprunginformation. Dann arbeitet die Funktion intern mit dem Bereich Stack, den sie hat, darf das davorige nicht überschreiben und sobald sie fertig ist, baut sie den Stack ab und man weiß, dass ab dem Punkt, der für diese Funktion reserviert war, davor eben die Rücksprungadresse steht und man wieder zurückspringen kann. Um es leicht darzustellen, also irgendwie, naja, ich versuche mal eine Grafik, also es gibt da später noch eine Grafik, aber ich finde es oft sehr nützlich, wenn es visualisiert ist. Stellen Sie sich vor, also Sie haben jetzt hier beginnt Ihre Funktion. Das heißt, dies ist der Bereich, der für Ihre Funktion vorgesehen ist, Ihr aktueller Stackpointer. Dann wissen Sie, dass in dem Eintrag kurz vor Ihrem Stackbeginn die Rücksprungadresse steht. Das heißt, wenn jetzt eine neue Funktion aufgerufen wird, dann muss dafür gesorgt werden, dass diese Informationen erstmal hinterlegt werden und erst dann der Sprung stattfindet. Dann ist es auch oft so, dass diese Rücksprungadressen, wenn diese Funktionsaufrufe geschachtelt sind, oft hintereinander gestapelt sind. Das heißt, rekursiv oder intern noch weitere Funktionsaufrufe so gelöst werden und der Rücksprungsort immer in dem Stack steht. Weiter zum Funktionsaufruf. Der aktuelle Punkt, also woher wissen wir denn eigentlich, wo wir im Code eigentlich sind? Nochmal zur Erinnerung. Wir haben da unseren Stack, wir haben da unseren Assembler-Code und Maschinencode. Wo ist denn jetzt gerade die Ausführungsposition? Wissen Sie das noch? Ja? Genau, der Instruction Pointer sagt uns, wo wir gerade sind. Das heißt, dort steht es drin, aber wir können den nicht modifizieren, wir können den nicht einfach überschreiben und das führt ja als nächstes aus. Wir können schon indirekt per Jump drauf zugreifen, also den per Jump modifizieren, aber eben nicht direkt. Und der ESP, was war das? Ja. Genau, das ist der Stackpointer, also wo wir jetzt gerade im Stack sind. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Funktion aufrufen wollen, dann verringern wir den Stackpointer um 4. Das heißt, wir gehen erst nach unten, schreiben dann den Rücksprungswert ein und springen dann zur Funktion. Und dann weiß eben die nächste Funktion, dass dieser Stackpointer-Punkt nicht nach oben hin überschritten werden darf. Und eben der erste Eintrag, also vielleicht male ich das irgendwie an, also das heißt, wenn hier irgendwie unser Stack ist und wir sind mit dem Stackpointer ESP hier unten, dann gehen wir erstmal nach unten um ein Wort, also 4 Bytes, tragen dort den Rücksprungswert ein und übergeben dann die rufen dann die Funktion auf und das ist dann der Bereich, in dem sich die Funktion
austoben kann. Okay, wenn die Funktion abgearbeitet ist, dann holen wir uns den Rücksprungsort, laden den vom Stack, also das wird unser neuer Ausführungspunkt. Den EIP setzen wir auf den Wert, der quasi, genau, der in dem der Rücksprungsort markiert ist, und setzen den Stackpointer wieder hoch. Das heißt, wenn die Funktion hier unten sich ausgetobt hat und dies beendet, dann wird der Eintrag hier, unser Rücksprungsort, geladen und der Stackpointer wieder nach oben gesetzt, sodass ja, sodass der Bereich wieder freigegeben ist. Okay, hier mal ein Beispiel. Genau, also zum Beispiel soll hier die größere Zahl in den, also das ist ein Assembler-Beispiel, genau, wir wollen, wir haben die zwei Register A, EAX und EBX und wir wollen den größeren Wert in ECX speichern. Dazu gibt es die Funktion max, die soll quasi die, den größeren Wert aus beiden Registern bestimmen. Anfangs gut, das ist so hilfsweise, wir schreiben den Wert 10 in das Register EAX, wir schreiben den Wert 20 in EBX, rufen dann die Funktion max auf. Wir werden uns anschauen, was dann genau passiert, also was passiert auf dem Stack. Aber erstmal nur zum Verständnis, was macht die Max-Funktion? Die Max-Funktion vergleicht EB mit EAX. Jump if less, also falls BX kleiner ist, nee, doch, also hier wird verglichen, falls B kleiner ist, dann springen wir zu BGR, dann schreiben wir, ja, falls B größer ist, dann heißt, glaube ich, genau, large, genau, nicht less. Okay, also jedenfalls, wenn B größer ist, beim Vergleich, dann springen wir zu B größer und schreiben B in ECX, ansonsten erfolgt dieser Sprung hier nicht und wir schreiben EAX in ECX hinein und springen ans Ende und haben dann am Ende eben den größeren Wert in ECX eingetragen. Ja, eigentlich, also ich habe, also das genau, so kann ich es auch, das ist das less, also jump if less, aber das ist die Frage, was dann beim Compare rauskommt. Also was er da zuerst, also wenn jetzt, genau, okay. Okay. Ja, also ein kleines Zeichen. Ja, aber was ist die Ausgabe zwischen bei den beiden? Also ist kleiner. EAX minus EBX. Okay. Also, ich glaube vom Prinzip her, also wir müssen ein bisschen nachgucken, was Compare Links, Compare Long und bedeutet bei dieser Syntax, in dieser, genau, aber vom Prinzip her wissen wir, glaube ich, genau, wenn EBX kleiner ist, dann schreiben wir das Größere hier rein und wenn EBX größer ist, dann schreiben wir EBX rein. Okay, das Spannende ist ja eher, was passiert mit dem Funktionsaufruf, also was passiert mit dem Stack und wie speichern wir uns den Rücksprungort und wie sieht das aus? Dazu reicht es ja nicht aus, dass wir nur springen, sondern wir müssen den Rücksprungsort speichern, wir müssen auch noch die Parameter, die übergeben werden, speichern und es werden einige gespeichert. Das heißt, was noch gespeichert wird und dann kommt dann das Beispiel, wie es eben aussieht, ist die Parameter, die mit übergeben werden. Dazu werden die Parameter auch auf den Stack gelegt, per Push. Sobald sie auf den Stack gelegt werden, wird Call aufgerufen. Dann wird die Funktion bearbeitet. Funktion kehrt mit Thread zurück.
Und dann können wir die Ergebnisse wieder abrufen. Wie werden die Parameter abgelegt? Hier gibt es, glaube ich, gleich ein Beispiel. Also, wie werden die Parameter abgelegt? Also, wenn wir 5 Parameter haben oder 3, dann werden sie in umgekehrter Reihenfolge abgelegt. Das heißt, zuerst wird der 5. Parameter abgelegt, dann der 4., dann der 3., dann der 2., dann der 1. Der Sinn ist, dass wenn der Zeiger auf die Speicheradresse der Parameter übergeben wird, dort an erster Stelle, weil als letztes eben der erste Parameter abgelegt wurde, wir sie Parameter für Parameter durchgehen können. Also das heißt, wenn wir unsere Speicheradresse erhöhen, finden wir die Parameter in sinnvoller Reihenfolge aufsteigend abgelegt. Deshalb müssen wir, damit wir das erreichen, quasi ganz nach unten den letzten Parameter legen und den ganz ersten als letztes reinlegen. Sollte ich dazu noch ein Beispiel bringen, das wäre vielleicht ganz gut. Die kommen aber auch noch auf den Folien, also gerade Folie, ich glaube 40 oder so kommt es gleich. Also, wie sieht es dann aus? Wenn wir jetzt die Parameter 10 und 20 reinlegen wollen, dann wäre es, also würden wir jetzt 10 und 20 so reinlegen, also wir setzen erstmal 10 auf den Stack, dann 20 auf den Stack, rufen dann Max auf und nehmen dann 2 Parameter, also 2 mal 4 Byte gleich 8 Byte vom Stack. Das ist, wie sauber quasi die Rücknahme der Parameter erfolgt. Also wir, ich glaube, ist es... Wenn wir einen Pop machen, dann wird erstmal 20 ausgelesen, genau. Genau, also wenn wir jetzt... Na, Moment. Moment, also wenn wir... Moment, kommt drauf an, wo wir Pop machen. Wenn wir direkt hier vorne Pop machen, dann steht da gar nicht die 20, sondern mal das vielleicht doch nochmal an. Moment. Sehen wir an diesem Punkt, hier ist unser Stackpointer und jetzt wollen wir die Funktion aufrufen. Das heißt, wir schreiben hier erstmal die 10 hin, dann schreiben wir die 20 hin und dann ja. Sprung, Adresse und alter Basepoint. Ja, das stimmt. So, wir sind jetzt hier nur bei der Rücksprungadresse erstmal. Also genau, und dann erstmal die Rücksprungadresse. Wohin müssen wir hin? Damit wir quasi den Bereich hier unten, also dann machen wir den Call und hier unten kann sich dann die Funktion ausdrucken. Das heißt, wenn wir Max aufrufen, dann müssen wir erstmal 2 Einträge überspringen. Das heißt, das hier ist nur, Das sind die Entfernungen. Also wir tragen erstmal. Was war nochmal diese Notation? 8, Klammer auf, ESP. Das. Ja? Genau, wir addieren das drauf. Also das ist eigentlich ein Plus. Das heißt, wenn hier unser ESP ist unser Stackpointer, addieren wir 8 drauf und lesen dann den ersten Wert aus. Und deshalb steht da Achtung Rücksprungadresse, weil wir müssen 8 Byte hochgehen statt nur 4, weil dort steht erstmal die Rücksprungadresse. Dann vergleichen wir mit. Ja, jetzt muss ich halt überlegen, eigentlich müssten wir doch. Sind ja auf der Rücksprung, also der Stackpointer zeigt auf die Rücksprungadresse.
Ah ja, der macht recht. Ja, also wir werden dann hier oben. Und dann, also einmal schauen wir uns das hier an. Aber, ach genau, Moment, das ist erstmal gar nicht 16. Das ist schon mal richtig. Das ist richtig. Also wir vergleichen die zwei Werte und wieder, falls b größer ist, dann schreiben wir b auf. Also falls b kleiner ist, dann springen wir hier hin. Und falls b größer ist, dann schreiben wir, also die Rückgabe erfolgt über ea. In diesem Fall überschreiben also den b, falls er größer war, auf a, und falls b kleiner war, dann lassen wir das so. Genau, weil dann springen wir direkt sollte das eigentlich schon da stehen. Das ist ja EA. Ach nee, sorry. Genau, die Ausgabe erfolgt über EAX. Also erstmal lesen wir das ein und dann geben wir das über EAX aus. Okay. Genau, also das erstmal zu den Pointern. Wenn wir jetzt printf aufrufen, also das ist auch eine mögliche Ausgabe, das heißt, wenn wir noch weitere Einflüsse für so einen Funktionsaufruf haben, dann haben wir aber gesagt, dass so ein Prozess in Segmente aufgeteilt ist. Wir hatten diese Section und Data und Section Text. In dem Data-Abschnitt waren die Parameter hinterlegt, die nicht veränderlich sind. Genau, weil die veränderlichen, die liegen ja auf dem Stack. Die sind zwei Parameter definiert. Einmal x, das ist ein Integer mit dem Wert 100, und einmal ein String, also ASCII z, das auf 0 endet. Genau, als String-Terminator. Und das hat die Variablennamen, hat den Variablennamen Format, und der String sieht so aus. Okay, gut. Genau, also genau, in C ist es ja so, dass die Strings auf 0 terminieren, damit man das Ende erkennt. Das Programm selbst sieht dann so aus, dass wir vielleicht etwas auf den Stack legen. Also erstmal legen wir x auf den Stack, wir setzen den String auf den Stack, aber nicht den String selbst, sondern nur den Pointer auf den String. Also hier können wir bei x schon den Wert selbst drauflegen, aber bei einem String, das sind ja mehrere Characters, da setzen wir nur den Pointer, also die Adresse vom String, auf den Stack, damit das Programm, falls es darauf zugreifen möchte, einfach selbst den Sprung zum String macht und rufen dort den Print-Befehl auf. Dann wird im Print-Befehl das alles ausgeführt und danach reinigen wir wieder unseren Stack und nehmen die zwei Parameter, die wir jetzt hinzugefügt haben, wieder runter. Das heißt, ja, so ein Funktionsaufruf mit Strings würde dann so aussehen. Okay, ganz schön, naja, also einiges an etwas kompliziert. Wie wird normalerweise die Rückgabewerte für eine Funktion gehandhabt? Das ist die Konvention, dass das über EAX zurückgegeben wird. Man kann, wenn man längere Rückgabewerte hat, auch EAX und EDX zusammen verwenden. Genau, das hatten wir kurz, also das war Folie 16. Genau, kurz hierhin schon gesagt, das sind unsere Register. Und mit EDX kann 64-Bit mit EAX bilden. Das heißt, wenn wir eine längere Ausgabe haben, dann können wir das darüber regeln.
Okay, was ferner erwartet wird bei dieser Aufrufkonvention, außer dass es über EAX-Stöcke gegeben wird und dass man das so kombinieren kann, ist, dass die Register nach Rückkehr aus einer Funktion wieder den alten Wert behalten. Das heißt, da soll nicht jetzt einfach rumgemurkst werden und danach kann man schauen, was man drin hat, sondern idealerweise, wenn die Funktion in ihrem Bereich arbeitet, auch die Register von mir aus manipuliert, dann soll, sobald die Ursprungsadresse aufgerufen wird, die Register wieder bereinigt sein und wie vorher. Um das zu realisieren, kann man die Register EAX bis EDX auf dem Stack in der Funktion selbst zwischenspeichern, aber die anderen Registereinträge werden auch oder sollen auch mit Push auf dem Stack gesichert werden und POP wiederhergestellt werden, damit einfach die Modifikation nicht nach außen, außerhalb der Funktion sichtbar ist. Okay, kommen wir zu dem, was braucht eine Funktion noch? Lokale Variablen. Was ist eine lokale Variable? Eine lokale Variable ist eine Variable, die nur in dieser Funktion gültig ist und nur in dieser Funktion von Relevanz ist. Das heißt, hier oben hatten wir die Variable 10 und 20. Okay, die hatten jetzt keinen Variablennamen, aber vielleicht wollen wir hier auch ein X und ein Y definieren. Und diese sollen nur in dieser Funktion zur Umgebung gültig sein. Das Problem, das jetzt sein kann, ist, dass wir natürlich auch noch weitere Funktionen hier haben können. Also wenn diese Funktion, die wir gerade ausführen, selbst dann noch eine Funktion aufruft, dann müssen wir dafür sorgen, dass Ihr Stack und Ihre Ablage unabhängig ist, beziehungsweise nicht von der neuen Funktion berührt wird. Das heißt, wenn dieser Stackpointer sich innerhalb der Funktion ändert, hin und her wandert, weil es halt eine andere Funktion ist, die arbeitet auch mit dem Stack, dann müssen wir dafür sorgen, dass die anderen Funktionen nicht betroffen sind. Und dazu gibt es dieses Spezialregister, den EBP, den den Base Pointer. Das heißt, die definiert, so wie es da steht, genau Beginn einer Funktion auf dem Stack. Das heißt, in welchem Bereich kann sich eine Funktion bewegen? Was ist ihr Offset bzw. ihr Start-Eintrittspunkt für den Stack? Und wenn jede Funktion diesen Base Pointer hat, dann kann sie eben relativ dazu definieren und sich selbst ihre Gedanken, den Stack aufbauen. Das heißt, sie kann sich selbst Platz schaffen für lokale Variablen. Das heißt, wenn jetzt eine Stack-Pointer, also wenn jetzt eine Funktion selbst Variablen definieren will, dann sagt sie einfach, ich hätte gern diesen Speicher reserviert. Und wenn ich eine neue Funktion aufrufe, dann lege ich den Base-Pointer für diese neue Funktion eben so fest, dass sie nicht in meinen Speicherbereich hineintragt. Muss aber die Funktion auch selbst erledigen. Das heißt, wie sieht es dann aus? Also wie verändern sich diese Werte? Der Stack und die Werte von EBP und also dem Base Pointer und dem Stack Pointer bei folgendem Codeausschnitt. Also wir haben diese zwei Zahlen, Affe Affe und Dead Beef, und rufen die Funktion auf. Und die Funktion, die aufgerufen wird, ist, erstmal wird der Base Pointer gepusht, es wird der Stack Pointer auf den Base Pointer gesetzt, dann ziehen wir ein, dann modifizieren wir den Stack Pointer, das heißt, wir gehen um ein Byte runter und addieren, machen dann irgendetwas, addieren den wieder rauf und entfernen entfernen wieder den Base Pointer. Das heißt, was passiert hier? Wir speichern erstmal alles, also den Base Pointer. Wir überschreiben den Base Pointer, dann modifizieren wir den Stack Pointer und stellen den Base Pointer wieder her. Eine Idee, also was tut sich da?
Also was wir dort eigentlich tun, ist, wenn wir so eine Funktion dann beginnen, ist, dass wir den aktuellen Base Pointer, den die andere Funktion hatte, also jetzt mal ich mal, das ist ja unser Stack. Und die Funktion hat hier irgendwas gearbeitet, also sie hat weitere Variablen hinzugefügt und jetzt wird an dieser Stelle, also hier ist unser ESP, wird eine neue Funktion aufgerufen. Das heißt, die Parameter werden übergeben, die Rücksprungadresse wird hingeschrieben. Und nun sind wir in diesem Bereich mit unserer neuen Funktion. Das heißt, das, was wir zuerst machen, ist, wir speichern den vorigen EBP, Base Pointer, der vorigen Funktion. Wir tragen als unsere, Funktion A und wir sind jetzt gerade in Funktion B. Das heißt, wir speichern erstmal den Base Pointer, den Einstiegspunkt, das war EBP A. Also ab hier darf sich Funktion A austoben. Den speichern wir. Das, was wir auch machen, ist, wir legen unseren EBP fest. Also unser Bereich, in dem wir uns austoben können, also Funktion B, der wird festgelegt auf die aktuellen Stack Pointer. Genau, also der hat sich ja erstmal, Entschuldigung, das hätte ich nochmal, das ist implizit immer da. Also wenn wir einen Push durchführen, dann wird das ja erst nach unten verschoben, hierhin, und dann der Eintrag vollzogen. Das heißt, der ESP hat sich verändert, das ist jetzt der neue Stackpointer und den speichern wir uns als unsere Obergrenze für unser Stack, also darüber hinaus dürfen wir nicht gehen. Das ist unser Basepoint. Dann ziehen wir davon wieder 4 ab. Wir wollen als nächstes nicht, das hier wollen wir nicht auslesen, das heißt, wir wollen hier unten operieren, machen darauf dies und das, setzen da irgendwelche Werte ein und genau. Und wenn wir unsere Funktion ausgeführt haben, das heißt, wir wollen nur hier unten operieren, wir wollen nichts überschreiben und dann machen wir irgendetwas und wenn wir fertig sind mit der Funktion, dann gehen wir wieder hier hoch, lesen den aktuellen Wert, also diesen Base Pointer aus, schreiben es in das Register EBP und übergeben die Kontrolle mit Return wieder der Parent-Funktion. Das heißt, die Rückgabesprungadresse wird ausgelesen. Vielleicht wurden wir ja hier aufgerufen. Wir haben den EBP wiederhergestellt. Das heißt, er kennt wieder seinen. Und wir haben quasi alles, was hier unten stattfand, freigegeben. Das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben den EBP, die Stackbasis der oberen Funktion zwischengespeichert, selbst unten irgendwas gemacht. Und sobald wir fertig waren, den ESP so verschoben, dass wir diese Basisadresse wiederhergestellt haben und die obere Funktion jetzt weiterarbeiten kann. Okay. Also, das Wichtige ist, also bei diesen ganzen Funktionsaufrufen, dass die Rückgabe, also dass man weiß, dass die Rückgabeadresse gespeichert wird, dass dieser Basepointer gespeichert wird. Dass einfach klar ist, wo der Funktionsaufruf gerade ist und auf welchen Daten er operiert. Weil das Wichtige später bei den Angriffen wird sein, die so zu manipulieren, dass wir unsere Daten irgendwo unterjubeln und einspeisen können und den Ausführungspointer quasi dann modifizieren können, sodass idealerweise die Ausführung auf unseren Stack operiert. Ja? Ja, das stimmt. Also das habe ich. Das stimmt. Also wenn wir hier den EBP gespeichert haben, dann zeigt unser Stackpointer immer noch da drauf. Das heißt, was wir. Ja, also ich vermute. Also es gibt da verschiedene Gründe. Es ist einfach, glaube ich, sauberer, weil sie mit verschiedenen Aufrufen
den Eintrag dort kaputt machen könnten. Und wenn sie erstmal den Eintrag verschieben, und dann haben sie eine leicht höhere Sicherheit, dass sie eben, natürlich wenn sie wollen, dann können sie es auch so kaputt machen, aber sie sind nicht so gefährdet. Aber ich glaube, da bereite ich, also ich suche mal eine andere Antwort heraus bis nächste Woche. Okay. Gut, das, jetzt ist die Frage, wir werden jetzt die ganzen Parameter übergeben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Parameter genau übergeben haben, also jetzt hatten wir die Rücksprungadresse gespeichert, wir haben den Basepointer gespeichert, wie greifen wir auf die Parameter zu? Das heißt, wenn wir verschiedene Parameter haben, die überhalb des Basepointers liegen, also was wir ja gesagt haben, ich glaube vor 4-5 Folien war das, dass, jetzt muss ich das mal ein bisschen anders malen, also wir haben den Basepointer ganz unten, Rücksprungadresse und dann die Parameter über der Funktion. Das heißt, wir überspringen den Basepointer, wir überspringen genau die Rücksprungadresse und greifen dann auf Parameter 1, 2, 3 zu. Und wenn wir, also das sind die Parameter, die der Funktion von der übergeordneten Funktion mitgegeben wurden. Wie sieht dann ein lokaler Variablenzugriff aus? Also wenn wir da unsere Variablen wo, also innerhalb der Funktion erstellt haben, wie kommen wir da dran? Wo stehen die dann? Genau, die kommen nach dem EBP, die sind dann in diesem Bereich hier unten irgendwo. Das heißt, auf keinen Fall oben drüber. Oben drüber sind nur die mitgegebenen Parameter, Rücksprungadresse und EBP. Und hier unten, also gut, wenn Sie da noch was erkennen, dann ist es halt tiefer. Genau, also wir sind darunter. Genau, und jetzt haben wir alles nochmal schön in einer schönen Grafik, was ich halt versucht habe, minder, also halbwegs begabt darzustellen. Also, was wir da haben, wir haben, wenn die Funktion aufgerufen wird, beginnt es erstmal mit den Parametern. Also, wenn ich jetzt eine Funktion aufrufen will, lege ich auf den Stack erstmal die Parameter und dabei gehe ich rückwärts vor. Also ganz oben, ganz auf dem, also mit dem höchsten Adresswert liegt der letzte Parameter bis Parameter 1, so dass eben, wenn ich diese Stackpointer hier beginnen würde, ich die alle in der Reihe durchlesen kann. Dann folgt die Rücksprungadresse, dann der alte EBP und das ist der Punkt, unter dem ich dann frei operieren kann. Das heißt, auf diesen Bereich kann die Funktion zugreifen. Diesen alten EBP legt sie selbst fest. Also da ist sie schon selbstverantwortlich, die zu zwischenzuspeichern. Und der ESP, der wird sich hier unten irgendwo befinden. Und man nennt diesen Operationsbereich der Funktion Stackframe. Das heißt, das ist der Bereich, der zu einer Funktion gehört. Und genau, vom alten EBP quasi bis zum aktuellen Stackpointer. Das ist der Zugriffsbereich des Stacks, auf den die Funktion zugreifen kann. Das heißt, was steht da so drin? Der alte EBP, gesicherte Registerinhalte für die Wiederherstellung, dann die lokalen Variablen und was man alles da drauflegen möchte. Diese übergebenen Parameter 1, 2, 3, 4, 5 bis und Rücksprungadresse, das gehört nicht zu der Funktion. Das gehört zu der aufrufenden Funktion. So ist es definiert. Kann dann überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber das sind die Informationen, die quasi mitgegeben sind bei so einem Funktionsaufruf und die man verwalten muss. Das Spannende wird später dann sein, eben manche davon so zu manipulieren, dass wir ausführbaren Code irgendwo unter, ja, also dass wir die Rücksprungadresse vielleicht manipulieren, dass wir EBPs verschieben. Darauf werden wir dann vor allem nächste Woche mal
Beispiele sehen. Okay. Was häufig, sehr häufig vorkommt, ist, diesen Sprung durch, also einen Sprung durchzuführen. Also oft muss ich auf eine Adresse eines Wertes zugreifen. Also wenn ich jetzt den Wert XY, sagen wir mal 10, das ist dann ja ein Wert, auf dem Stack habe. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo im Stack, wo ist denn dieser Wert gespeichert? Dann möchte ich gerne, wenn ich eben diesen Wert weitergeben will, als Parameter oder so, nur die Adresse angeben. Was man machen könnte, also wenn ich jetzt eine Variable auf dem Stack habe und ich will deren Adresse berechnen, könnte ich sie erstmal irgendwie laden. Ich könnte den EBP laden und dann Offset berechnen. Oder es gibt diesen LEA, Load Effective Address, das mir eben zu einer Operation, zu dem Operanden, Op2, also Op2 ist eine Variable und davon wird genau die Adresse gesucht und in Op1 gespeichert. Genau. Also wenn ich jetzt eine Variable hatte, genau, dann rufe ich das genauso auf. Also gib mir die Adresse von Variable Op2 und schreibe die Adresse in Op1 hinein. Das heißt, der Inhalt ist dabei egal, sondern nur die Adresse wird kopiert. Das braucht man, um quasi, das ist so das Pendant in C, um auf die Adresse einer Variable ranzukommen, was öfter verwendet wird. Beispiel. Genau, also hier setzen wir zum Beispiel den Wert 10 an die Position minus 4 EBP. Also das heißt, ja, ich gehe mal nicht mehr an diese Grafik ran. Das heißt, an den ersten Wert unter unserem Basepointer. Dann sagen wir, gib uns bitte die Adresse von die Speicheradresse von dieser Variable absolut und schreibe sie in EAX und diese Adresse soll dann auf den Stack wieder gespeichert werden und mit dieser Adresse, die wir dann auf dem Stack gespeichert haben, rufen wir eine Funktion auf. Zum Beispiel macht die Funktion folgendes: Wir betrachten nur erstmal den inneren Teil mit dem MoveL. Sie holt sich den Parameter. Das heißt, sie überspringt erstmal die Rücksprungadresse und holt sich den Parameter, den wir hier hinterlegt haben, schreibt sie in EAX und zieht von dem Wert 5 ab und schreibt es dann wieder in EAX. Und dann, genau, also das, was haben wir hier gemacht? Genau, also wir haben uns den Wert geholt, abgespeichert und darauf dann eine Operation durchgeführt. Lea werden Sie häufiger noch brauchen, wenn es darum geht, dann wirklich Operationen dann auszuführen. Das ist manchmal ganz praktisch. Ja. Ja, eigentlich müssen, genau, von der... Die Adresse jetzt auch im Stack und wie... Ja. Von der Adresse. Moment. Ich glaube, dann müssen wir wieder hier bei der Notation. Ich springe mal kurz auf die Folie zu der Notation. Wir laufen etwas aus der Zeit aus. Moment. 48, okay. Auf Folie 18 hatten wir, glaube ich, die... Genau, also wenn Sie das in Klammern haben, dann wird der Wert... Genau, der dort hinterlegte Wert genommen. Also das heißt, hier haben Sie... Also hier, wenn wir den Wert in EAX schreiben, dann schreiben wir den so rein. Wenn wir aber hier schreiben wir den Wert 12 an die Adresse, die dort hinterlegt wird. Also wenn Sie das in Klammern haben, den Register, dann wird der Inhalt des Registers als Speicheradresse gedeutet und darauf die Operation ausgeführt.
Moment, wir springen nochmal zurück. Hier waren wir. Also, der Trick ist, wenn wir hier sehen, ja, sehen Sie ja Klammern um EAX herum. Wenn wir diese Klammern nicht hätten, dann würden wir von dem Wert, der dort drin steht, also hier steht, also mit Lea haben wir uns den Speicherort, Moment, genau, also jedenfalls der Speicherort von der 10 steht in EAX. Das ist deswegen so eine ganz lange Zahl. Wenn wir jetzt ohne Klammern subtrahieren würden, dann ziehen wir von diesem Speicherort 5 ab. Wenn wir mit Klammern abziehen, dann ziehen wir von der Zahl, die an diesem Speicherort gespeichert ist, die 5 ab. Genau. Ja. Okay. Jetzt beginnt eigentlich ein neuer Abschnitt. Also deshalb mache ich hier wahrscheinlich den Schnitt. Also nächste Woche. Also was haben wir heute gesehen? Also viel zum Thema Funktionsaufrufe. Das, was Sie sich irgendwie verinnerlichen sollten, ist diese blaue Zeichnung, beziehungsweise hier etwas feiner auf der linken Seite der Folie dargestellt. Wenn Sie eine Funktion aufrufen, wie Sie die Parameter übergeben, wie Sie die Rücksprungadresse sichern, was mit dem alten EPB geschieht, damit Sie alles, den ganzen Zustand so wiederherstellen können, wie vorab, wenn die Funktion beendet ist. Und nächste Woche steigen wir ein mit Hochsprache bis Maschinencode, wie das aussieht. Genau, und da sehen wir uns am Mittwoch. Morgen nicht, genau, weil es ist ja zweiwöchentlich. Gut, tschüss.